Hier ist PC-Spiele Tipps und Tricks mit dem Ausbautrick. Es gibt für eine Basis keinen besseren Schutz als viele Flaks. Eine zusätzliche Flak kann da oft den Unterschied machen zwischen erfolgreicher Verteidigung statt Niederlage und Verlust der Basis. Doch jeder Spieler hat ein Ressourcenmaximum. Bei mir sind das 2.701.000 Beton. Dann ist das Lager voll und es wird nichts weiter produziert. Jetzt kann man natürlich für ein Gold einen Beschleuniger zünden. Der würde dann in dieser einen Basis weiter produzieren, unter Ignorieren der Lagergröße. Das ist dann allerdings sehr langsam, da ja nur eine einzige Basis produziert. Für entsprechend mehr Gold kann man Beschleuniger in allen Basen zünden. Das kann dann teuer sein. Wer kein Gold dafür hat, es anderweitig nutzen möchte oder vielleicht gänzlich ohne Gold spielt, kann diese Grenze dennoch aufheben, um weitere Flaks bauen zu können. Man lässt den Lagerbestand voll werden, so wie hier zu sehen. Dann beauftragt man den Bau einer Flak in einer anderen Basis, die noch etwas weniger Flaks hat. Damit ist der Betonbestand erst einmal wieder fast leer. Nun wartet man einige Minuten. Bevor die beauftragte Flak fertig ist, bricht man den Bauauftrag ab und die Ressourcen werden erstattet. Nun hat man weit mehr Beton im Lager und kann an der richtigen Stelle die zusätzliche Flak bauen. Das lässt sich für weitere Flaks sogar mehrfach wiederholen. Derselbe Trick ermöglicht auch, Einheiten zu bauen, die sonst nur mit Beschleunigern erreichbar wären. Ich hoffe, das hilft, deine Basen noch sicherer zu machen.